Zeuge Joachim Cäsar, Deutschland, Diplomlandwirt, 62 Jahre alt, 23. Verhandlungstag, 5.3.1964. Aufgrund welcher Umstände er das Lager verlassen hat? Ich hatte kein so intimes Verhältnis zu Herrn Mulka, dass ich sagen kann, weswegen er gegangen ist, ob er versetzt wurde auf eigenen Wunsch oder wegen sonst was, ich weiß es nicht. Der Angeklagte Mulka behauptet hier, er sei damals verhaftet worden in Auschwitz. Können Sie sich an derartiges erinnern? Ist darüber gesprochen worden? Können Sie sich daran erinnern, dass der erste Lagerkommandant Höss späterhin noch, insbesondere im Jahre 1944, sehr oft in Auschwitz aufgetaucht ist? Ja, das stimmt. Was für eine Vorstellung oder was für ein Wissen hatten Sie von seinen Aufgaben? Warum kam er immer wieder nach Auschwitz? Ich nehme an, weil er inzwischen in Berlin ja die Gesamtführung der Konzentrationslager oder mindestens im Amt dort bekommen hatte und er nun seiner Gründung und seinem eigenen Produkt da besonders nahe stand und deswegen dauernd dahin kam. Es ist damals nicht darüber geredet worden, dass er sich persönlich zusammen mit dem Kommandanten Bär um die Judenaktion, insbesondere die Ungarnaktion, gekümmert hat? Nein. Mit mir nicht, nein. Mit Ihnen nicht. Nun, Herr Dr. Cäsar, ich habe einen besonderen Grund, Sie nach dem Lager Harmense zu fragen, ja, wo die Fischteiche waren. Ja. Und das unterstand Ihnen auch? Ja. Können Sie sich noch daran erinnern, welcher SS-Dienstgrad dieses spezielle kleine Lager unter sich hatte? Ich würde mich nicht daran erinnern können, Herr Staatsanwalt, wenn Sie... Sagt Ihnen der Name Martini etwas? Martin, ja. Können Sie sich auch noch an einen anderen SS-Mann, der dort beschäftigt war, mit dem Namen Tran erinnern? Ja, und da, wenn ich wirklich den Namen jetzt höre, ja. Ja. Können Sie mir vielleicht sagen, wie der Vorname dieses SS-Manns Tran war? Ja, oder wo er herkam? Auch das weiß ich. Ich glaube, ein Holsteiner. Oder? Bitte? Ich glaube, ein Oldenburger oder Holsteiner, Norddeutscher auf jeden Fall, glaube ich. Aus Oldenburg oder Holstein? Ja, ich glaube. Ja. Ist Ihnen erinnerlich, ob es dem Adjutanten oder auch dem Kommandanten gestattet war, zu den Fischteichen, die dort waren, zu gehen und sich Fische geben zu lassen? Ja, Staatsanwalt, ich sagte Ihnen zum Anfang schon, jeder holte sich jedes, ja, wie ich kam. Später wurde das dann reduziert. Ja. Aber Fische waren ja auch während des Krieges bewirtschaftungsfrei. Und wenn eben was zu holen war, dann holte man sich das nicht. Haben Sie eine bestimmte Erinnerung daran, ob der Adjutant sich Fische geholt hat? Das ist möglich deswegen, weil der Adjutant ja meistens auch der aufsichtsführende Offizier im Führerheim ist, also was man ein Offizierscasino nennt. Ja. Ich habe dann noch folgende Frage, weil Sie sprachen gerade auch selbst von dem Führerheim. Können Sie sich nicht mehr daran erinnern, ob und in welchem Zusammenhang im Führerheim über die Vergasungsaktionen gesprochen worden ist? Ist da überhaupt nicht darüber gesprochen worden? Es ist doch sowohl sehr leicht vorstellbar, dass Sie bei den Zusammenkünften, die Sie doch wohl fast täglich... Nein. ...oder zumindest gelegentlich im Führerheim hatten... darüber gesprochen haben, was da geschieht. Ich darf zunächst Folgendes feststellen. Ich habe im Führerheim gewohnt, bis, also vom Anfang März, als ich hinkam, bis Mitte Juli, glaube ich, so ungefähr. Dann hatte ich mein eigenes Haus. Das nächste war von August 1942 bis Weihnachten 1942 war ich so gut wie keinen Tag in Auschwitz. Meine Frau war gestorben, ich selbst hatte Paratyphus, ich habe schwere Gallengeschichten bekommen, kam nach Karlsbad. Als ich dann wieder kam, hatte ich so viel Arbeit und lernte sehr bald darauf ja auch meine jetzige Frau kennen. Und wir haben für uns gelebt, weitgehend für uns gelebt,
ins Führerheim bin ich so gut wie nie gegangen. Also habe an Zusammenkünften, die dort nun natürlich bei denen täglich waren, die dort essen mussten, nicht teilgenommen. Und dann, wo traf man sich sonst? Bei KDF-Veranstaltungen, also Truppenbetreuungsveranstaltungen. Nun, Herr Dr. Cäsar, wenn also nicht darüber gesprochen worden ist, dann ist also offenbar auch kein Protest laut geworden. Ich kann es nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Ich bin bei solchen Gesprächen nicht dabei gewesen. Ich erinnere mich nicht daran teilgenommen zu haben. Ich habe da noch eine Frage, Herr Dr. Cäsar, um auf Hamense zurückzukommen. Dort waren zwei Lager wohl, offenbar eine Fischzucht, eine Fischwirtschaft und eine Geflügelfarm. Ja. Und bei der Fischwirtschaft haben Häftlinge Schilf geschnitten, ist das richtig? Ja, sicher. Ist Ihnen bekannt, dass diese Häftlinge während eines großen Teils des Jahres 1942 angeblich ohne jegliche Gummischuhe oder so, sondern mit nackten Beinen im Wasser gestanden haben den ganzen Tag und das Schilf geschnitten haben? Ich weiß, dass wir laufend Gummistiefel da zur Verfügung gestellt haben. Es ist, glaube ich, aber auch nicht einmal unüblich, dass im Sommer Schilf geschnitten wird mit nackten Beinen im warmen Wasser. Aber gerade um dort etwas zu sagen, das Kommando in der Teichwirtschaft hat wegen all der Geschichten zum Beispiel Moskitonetze gehabt und Mückensalben und so weiter. Und das kann Ihnen auch von den Häftlingen, die dort gearbeitet haben, bestätigt werden. Also da ist schon getan worden, etwas für getan worden. Keine Frage. Bitte schön, Herr Rechtsanwalt Aumann. Herr Dr. Cäsar, die Gärtnerei Reisko hat auch zu Ihrem Bereich gehört. Ja. Ist es richtig, dass so viel dort gestohlen wurde von der SS, dass auf Ihre Veranlassung dann in einem Standortbefehl der SS, abgesehen von den Kontrollen und Posten, das weitere Betreten der Gärtnerei verboten wurde? Kann schon sein, dass der geklaut wurde da schon. Die Felder waren ja offen, das war ja ein Areal von über 60 Morgen. Ja, Standortbefehl 3743. Dann, Herr Dr. Cäsar, eine andere Frage. Können Sie sich noch an Namen von SS-Führern oder Unterführern, die Ihnen damals unterstanden, erinnern? Ja, Moment mal. Aran. Sonst will ich, wenn es zu schwer ist, Ihnen einige Namen vorhalten. Ja, Sie bitte, können mir dann Sie, sagen, bitte, das stimmt. Ja. Hauptsturmführer Dr. Siemsen. Siemsen. Ja, der war mein Vertreter in der Landwirtschaft. Ja, und der hat gleichzeitig auch sozusagen die Wachkompanie da draußen geführt. Die Kompanie, die nur in der Landwirtschaft tätig war. Ja. Gab es bei Ihnen einen SS-Veterinär, Dr. Turek? Turek war kurze Zeit da, ja. Nicht sehr lange. Aha. Ich glaube, ein Wiener oder ein Österreicher auf jeden Fall. Ja. War Ihnen ein Diplom-Chemiker Weinmann zugeteilt? Weinmann. Das ist meine Frau, Ruth Weinmann, Diplomchemikerin, die bei mir im Laboratorium gearbeitet hat und die ich geheiratet habe, nachdem sie ein schweres Fleckfieber selbst überstanden hatte. Aha. Jawohl. Ruth Weinmann. Sagen Sie, dann war Ihre Frau der Kommandantur von Auschwitz zugeteilt? Nein. Meine Frau gehörte zu meinem Kommando. War Zivilangestellte des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Wie ist das mit dem Obersturmführer Schattenberg? Schattenberg genauso. War ein Pflanzenzüchter, der zur Pflanzenschutzstation gehörte. Dem Hauptsturmführer Kudryatsov. Kudryatsov. Ja. Das war ein russischer Gardeoffizier, der nach dem ersten Krieg, ich war in Deutschland geblieben war, und der war als Dolmetscheroffizier bei mir.
aber die werden als zur Kommandantur gehörig geführt. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Sie gehören alle zum Amt W5. Darf ich Ihnen einen Bericht vorhalten, Herr Dr. Ja. Caesar, den Sie selbst geschrieben haben am 1.7.1943? Ja. Wegen einer Sitzung über die Arbeitstagung der Koksai-Giskautschuk-Interessenten im SS-Hauptamt vom 25.06.43. Ja. Und da führen Sie an, als zur Kommandantur gehörig, sich... Darf ich den Wortlaut hören? Bitte schauen Sie es an. Dann wollte ich von Ihnen wissen, ob Sie sich an einen Hauptscharführer Hess erinnern. Hess? Ja. Wo soll der gewesen sein? Ja, in der Landwirtschaftsabteilung bei Ihnen. Sie kannten ihn sogar von der Landwirtschaftsschule in Oldesloe, als Sie Lehrer und er Schüler waren. Hess. Er kam von der Wehrmacht zu Ihnen und Sie haben ihn dann dort wieder getroffen. Und er hat dort dann in der Landwirtschaftsabteilung gearbeitet und die Dame, die Sie vorhin nannten, Anna Binder oder so ähnlich, das war seine Schreiberin. Da war der im Büro. Ja, ich habe also keine Vorstellung von ihm. Das wird schon stimmen, nicht? Haben Sie an die Anna Binder eine Vorstellung? Ja, ungefähr. Das war die Tochter eines österreichischen Offiziers und war die frühere Privatsekretärin des tschechischen Ministerpräsidenten Beneš. Das wusste ich nicht. Wussten Sie nicht? Das wusste ich nicht, nein. Aha. Ich hatte Sie für eine sudetendeutsche Kommunistin angesprochen. Sehr gut Deutsch sprach. Ja. Dieser Hauptscharführer Hess erzählt, dass er eines Tages selbst mit angesehen habe, eine Vergasung am alten Krematorium. Und dass er mit allen Zeichen des Entsetzens zu Ihnen gekommen sei und Ihnen von den Einzelheiten berichtet habe. Das stimmt. Das kann nicht stimmen. Daran würde ich mich erinnern. Aber das weiß ich nicht. Der Zeuge Hess, ich weiß nicht, ob das da gerade drin steht, Seite 12.361, berichtet weiß über die Verhältnisse in Auschwitz. Dann... Sie erinnern sich also wirklich nicht? Nein, nein. Der Herr Hess wird hier als Zeuge auftreten. Ja, das ist möglich, aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht daran. Tatsächlich erinnere ich mich nicht daran. Dann eine andere Frage. Der Bau von landwirtschaftlichen Anlagen unterstand ja Ihnen, nicht wahr? Zum Beispiel Kuhstell. Ja, ja, ja. Der Bau, die Bauleitung führt es durch auf unsere Veranlassung, nicht wahr? Da wird berichtet, Herr Vorsitzender, Seite 186 der Anklageschrift, dass die gleichen Pferdestallbaracken, die für die Häftlinge verwendet worden sind, auch für Kuhställe Verwendung fanden. Stimmt, jawohl. Und dass dann auf das Gutachten Ihres Veterinärs Dr. Turek hin, diese Kuhställe mit Lüftungsanlagen einen Zementfußboden versehen werden mussten. Ja. Das heißt also Menschen, die Häftlinge, bis zu 1200, die haben auf dem bloßen Boden geschlafen, die haben keinen Zementfußboden und keine Entlüftungsanlagen gehabt. Aber für die Kühe sind die dann angebracht worden. Ja, aber das heißt das nicht. Das heißt das nicht. Ich bitte Folgendes zu bedenken. Zunächst mal unterscheiden wir zwischen den Pferdestallbaracken, die im Lager Birkenau aufgestellt wurden, und denen, die bei mir aufgestellt wurden, in den landwirtschaftlichen Betrieben. In den landwirtschaftlichen Betrieben wurden in diese Baracken Pritschen mit eingebaut, auf denen die Leute lagen. Die bekamen Strohsäcke und Stroh, und die Auszementierung der Böden
in den Baracken für die Kühe war auch nur in einem Teil, wo die Milchkühe standen. Sonst verwendeten wir Tiefställe. Und dort sind die Verhältnisse ja wesentlich andere, insofern als ja die ganzen Abwässer und Exkremente der Tiere nun auf dem Boden liegen, während das in den Baracken, in denen die Häftlinge untergebracht waren, ja wohl etwas anders war. Ich war da, da waren die Baracken, soweit es sich um Baracken handelt, die bei uns aufgebaut wurden, draußen in unseren Betrieben, die waren ausgebaut innen. Dass ich nicht anders gekommen konnte wie Pferdestallwagen, das hat mich nicht gestört. Es drehte sich für mich darum, die Leute aus dem Lager rauszukriegen. Das war das Entscheidende. Herr Dr. Caesar, kannten Sie den Zustand der Pferdestallbaracken im Lager Birkenau? Nicht bei Ihnen, sondern haben Sie sich die mal angesehen? Nein, ich weiß, was da aufgestellt wurde, wie es nackt war. Ich bin ja nicht reingekommen. Im Lager Birkenau war ich nicht drin. Hat der Veterinär, der dieses Gutachten hier abgegeben hat, Ihnen nicht davon erzählt, dass diese Baracken ohne Lüftung, ohne Zementfußboden, dass das die gleichen seien, wie sie im Lager Birkenau zur Menschenunterbringung verwendet werden? Der gleiche Typ, das waren Wehrmachtspferdestallwagen, ja? Die hatten nur eine Lüftung oben, in der, soweit ich weiß, im Giebel drin, wo Fenster rausgestellt werden konnten. Ich weiß also nicht genau. Also ich kann mir wohl den Querschnitt ungefähr vorstellen, wie sie waren, aber wie die noch im Einzel waren. Die oben waren Oberlichter drin. Ich meine, die hätte man aufstellen können. Dann frage ich Sie, wie der große Hundestall gebaut worden ist für etwa 250 Polizeihunde. Da war das gleiche der Fall wie bei den Baracken für die Häftlinge. Dort hat es fortgesetzt durchgeregnet. Und bei dem Hundestall, da ist darauf gesehen worden, dass extra regendichte Dächer angebracht worden sind, weil man sonst den Hunden, die Hunde gehörten zur Landwirtschaft. Nein, das ist ein Irrtum. Verzeihung, die Veterinär- und tierärztliche und sonstige Betreuung aber doch wohl. Nein, der Veterinär war Standortveterinär. Wir hatten ja nicht nur alleine Pferde. Wir hatten Pferde in der Landwirtschaft, in sämtlichen Betrieben. Wir hatten Kühe in der Landwirtschaft. Wir hatten eine große Schafherde. Und außerdem hatte die Kommandantur selbst ihre eigene Bespannung. Wir hatten einen eigenen Pferdestall mit einer ganzen Reihe von Pferden. Und wir hatten auf dem Stallhof, wo die Kommandantur auch war, dann ein Pferdelazarett. Und die Hunde unterstanden dem Veterinär in seiner Eigenschaft als Standortveterinär. Das gab es nirgendwo, dass ich nun dass in einem landwirtschaftlichen Betrieb einen Veterinär kriegte. Das waren Standortveterinäre, die wir hatten. Gut. Jawohl. Folgende weitere Frage. Die Strafkompanie ist ja doch besonders stark verwendet worden am Bau dieses Königsgrabens. Jawohl, ja. Ist Ihnen nicht bekannt geworden, dass es dabei durch Überarbeitung und Brutalitäten zu zahlreichen Verletzungen und Todesfällen bei der Strafkompanie, Ertrinkung etc. gekommen ist? In welchem Umfang das gewesen ist, weiß ich nicht. Dass gerade bei der Strafkompanie Übergriffe gewesen sind, das weiß ich. Das habe ich damals erfahren und wenn ich auch zwar selbst keinen gesehen habe, aber es war so. Haben Sie irgendetwas damals unternommen oder etwas einmal vorgetragen gegen diese Misshandlungen und gegen diese Todesfälle, Unfälle etc.? Was ich unternommen habe, ich habe meine eigenen Leute darauf hingewiesen, dass ein Befehl bestand, wonach eben Tätlichkeiten gegen Häftlinge verboten waren. Es wurde mir vorgehalten, dass dieser Befehl überall bestanden hätte und nicht eingehalten worden ist. Ich habe in meinen Betrieben und bei meinen Leuten darauf geachtet, dass es so war. Und in diesem konkreten Fall, da ist aber, kann sein, ja, ich mag mal gesagt haben, nehmt euch zusammen, so geht das nicht weiter, nicht wahr? So geht es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen mehr. Wirklich, so ewig lange Zeit. Herr Dr. Caesar, Sie hatten besonders gute Beziehungen zu Himmler. Sie waren ja schließlich in der Dienststelle des Beauftragten für Pflanzenkautschuk
Sie waren beide Landwirte gewesen und sie haben ziemlich Gelegenheit gehabt, sein Ohr zu finden, wollen wir mal sagen. Sie haben das ja auch heute am Anfang erwähnt, dass Nein. dieser Druck durch die häufige Benutzung des Namens Himmler eben von Ihnen angesetzt worden ist. Haben Sie Himmler nie über die Zustände im Lager Auschwitz, insbesondere auch in Birkenau, berichtet? Nein, weil die Annahmen, Herr Itzerwald, die Sie, oder das, was Sie eben sagen, Annahmen sind, die stimmen aber nicht. Ich war ein viel zu kleiner Mann, um Gehör zu finden, um ein besonders gutes Verhältnis zu Himmler zu haben. Ich glaube, man macht sich keine richtige Vorstellung, wie das Verhältnis überhaupt der SS-Führer meiner Rangordnung zu Himmler war. Das ist nicht so. Und wenn ich vorhin sagte, ich habe den Namen Himmler gebraucht, dann war es so, wer einen direkten Befehl in der Tasche hatte für irgendetwas, und den hatte ich, einen Befehl, der mit allerhöchster Dringlichkeitsstufe ausgestattet war, der konnte sich leisten, auch anderen etwas zu sagen. Der konnte sich leisten zu sagen, bitteschön, das muss jetzt gemacht werden, sonst kann ich den Auftrag nicht durchführen. Nicht wahr? Wir wollen das bitte auseinanderhalten. Ich meine, die Last nehme ich nicht noch zusätzlich auf mich, dass ich unterlassen habe, Himmler zu informieren. Es war eine Frage, ob Sie es getan haben. Nein, ich konnte es gar nicht tun. Ich hatte gar kein Verhältnis zu Himmler. Herr Dr. Caesar, so ein kleiner Mann waren Sie doch aber gar nicht. Sagen Sie. Darf ich Sie daran erinnern, Sie waren ja schließlich SS-Oberführer, das ist sowas wie beinahe Generalmajor, und Sie waren der Reichsschulungsführer der allgemeinen SS gewesen, eine Zeit lang. Ja, unter Aufsicht, nicht wahr? Die so weit ging, dass wenn irgendeine Veröffentlichung erschien, sie zwei- und dreimal zu Himmler laufen musste, um dann mit Grünstift, mit den berühmten Grünstiftnotizen wieder zu uns zurückzukommen und nochmal umgearbeitet, um zum dritten und vierten Mal umgearbeitet zu werden. Das war, ich kann Ihnen nur eins sagen, ich war gottfroh, als ich aus diesem politisch angehauchten Laden rauskam und wieder Landluft atmen konnte. Dann habe ich eine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Caesar. Erinnern Sie sich daran, dass ungefähr 10 bis 15 französische Kinder, jüdische Kinder, im Alter von 10 bis 12 Jahren eine Zeit lang bei Ihnen in der Landwirtschaft beschäftigt worden sind? Können Sie sich daran erinnern, immerhin Kinder in dem Alter, das würde einem doch beim Begehen des Bezirks auffallen? In der Landwirtschaft? Ja. In der Gärtnerei oder wo? Das weiß ich im Einzelnen nicht. Das ist nur der Zeuge, den ich vorhin genannt habe. Der hat darüber berichtet. Sie erinnern sich nicht? Nein. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich hätte noch eine Frage. Herr Dr. Caesar, Sie sind eben von Herrn Staatsanwalt Kügler gefragt worden, ob Sie wüssten, welche Aufgaben Höss etwa Mitte des Jahres 1944 nochmal in Auschwitz zu erfüllen hatte oder warum er nach Auschwitz gekommen ist. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, ist Ihnen bekannt, dass Höss im Mai 1944 Standortältester nochmals geworden ist von Auschwitz? Kann sein. Ist möglich. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang den Standortbefehl 14 aus dem Jahre 1944 vom 8.5.44 vorhalten. Das ist Anlageband 2c der Gerichtsakten. Da heißt es, ich bin mit sofortiger Wirkung als Kommandant des Konzentrationslagers Lublin mit den Arbeitslagern Warschau, Radom, Butzin und Blitzin versetzt. Die Geschäfte des SS-Standortältesten hat bis auf weiteres SS-Sturmbahnführer Höss, Chef des Amtes D1, übernommen. Das kann sein, ja. Ist Ihnen, dann, da Sie sagen, es kann sein, wird Ihnen also wahrscheinlich nicht genau bekannt sein, wie lange das gedauert hat? Nein, ich erinnere mich an diese Zwischenperiode überhaupt nicht mehr. Das war zwischen Liebehenschel und Bär, oder? Ja, es ist dann, ich möchte in diesem Zusammenhang Ihnen weiter vorhalten, ob Ihnen bekannt ist, dass unter dem Standort Ältesten Höss
dann Bär, noch Kommandant vom Konzentrationslager 1, von Auschwitz 1 war. Ist Ihnen das bekannt? Und das nämlich zur Frage der Dreiteilung des Lagers. Naja, das kann sein, das glaube ich schon möglich, soweit ich mich erinnere. Also Höss Denn war nämlich... Er hat doch mit zwei nie was zu tun gehabt, ja, soweit ich weiß. Höss war also jedenfalls, wie sich aus dem Anlageband 2c ergibt, bis 29.07.44 Standortältester. Und erst am 29.07.44 ist Bär, der ursprünglich Kommandant von Auschwitz I war, dann Standortältester geworden. Ist Ihnen bekannt, Herr Dr. Cäsar, ob der Standortälteste auch Anweisungen den Kommandanten von den Lagern 1, 2 und 3 geben konnte? Da hätte ich einen grundsätzlichen Befehl darüber mal sehen müssen. Also das weiß ich nicht. Wie es intern mit denen war, weiß ich nicht. Haben Sie mal Standortbefehle gesehen, die Verteiler aufwiesen? 1, 2, 3 Kommandantur? Lieber Gott. Uns ist nämlich mal gesagt worden von dem Angeklagten Höcker, dass man von Auschwitz 1, und in diesem Zusammenhang wurde niemals von dem Standortältesten geredet, dass man da Birkenau gegenüber überhaupt nichts zu sagen hatte. Und nach dem, was Sie uns vorhin schon sagten, dass Sie zum Beispiel die Arbeitskräfte anfordern mussten vom Stammlager beziehungsweise vom Standort Ältesten, den Ausdruck haben Sie allerdings nicht gebraucht, spricht das natürlich dafür, dass man auch gewisse Weisungsbefugnisse von Auschwitz I gegenüber Birkenau hatte. Ich möchte Sie weiterfragen, können Sie uns eine kurze Charakterisierung des Wesens von Höss geben? Ich möchte eines dazu sagen, er wird an sich in allen Beschreibungen immer als ein besonders radikaler und brutaler SS-Führer geschildert. Können Sie das in etwa bestätigen? Ist das Ihrer Erfahrung nach auch so gewesen? Sie haben ihn doch öfters gesehen, mit ihm zu tun gehabt. Der auf eiserne Disziplin hielt. Ja, auf Disziplin hielt er. Ich würde eisenhart, brutal, also ich weiß nicht, von Brutalität, das ist, glaube ich, etwas anders. Wenigstens, das würde zur Voraussetzung haben, dass ich Äußerungen in dieser Richtung gesehen hätte. Er war stur, meiner Meinung nach ein ganz sturer Befehlsempfänger und hart, sagen wir, brutal vielleicht in dem Sinne, dass für ihn jeder, der als Häftling reingekommen war ins Lager, eben ausschied, aus der jeglicher weiteren Überlegung, bis er dann irgendwann mal irgendwie sich bei ihm überzeugend durchgesetzt hatte. Nicht? Also zum Beispiel, wie Sie sagen, der Herr Scheer, Dietem Scheer, den er schon scheinbar sehr lange kannte. Ich weiß nicht, wo Höss vorher war, ob er im Buchenwald war oder in Dachau, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er war ja ein alter KZ-Hase, der wurde von ihm mitgebracht. Und der hatte bei ihm nun allmählich so viel Ansehen, dass er sich dafür einsetzt, dass er entlassen wurde. Das war ein Vorschlag von Höss, schon lange, ehe ich überhaupt Scheer so weit kennengelernt hatte. Ja. Aber Sie sagten jedenfalls, er hielt auf eiserne Disziplin. Ja, auf Disziplin hielt er, das ist doch ganz Wissen Sie etwas über das Verhältnis des Angeklagten Mulka zu Höss, über das persönliche und dienstliche Verhältnis? Ich glaube, das ist ein normales, nüchternes Loyalitätsverhältnis gewesen ist. Den Eindruck hatte ich, aber ich kann nicht sagen, dass sie sich nun besonders herzlich zugetan waren und noch nicht das Gegenteil. Ich halte das für ein normales, dienstliches Verhältnis. Ist Ihnen niemals zu Ohren gekommen, dass der Angeklagte Mulke angeblich absolut nicht das Vertrauen des von Höss genoss und infolgedessen dienstlich fast immer übergangen wurde von Höss? Ist Ihnen davon irgendwas mal zur Kenntnis gekommen? Haben Sie mal davon etwas gehört?
dass er ihm praktisch alle Funktionen entzogen hatte, alles selbst machte und den Adjutanten überhaupt nicht verwendete dienstlich. Ist Ihnen davon mal was zu Ohren gekommen? Das wäre ja außergewöhnlich. Zu Ohren gekommen ist mir das nicht, ich weiß es nicht. Es kann sein, ich war, dass das so war. Dann hätte ich viel mehr Einblick haben müssen in die internen Verhältnisse des Lagers. Ich habe mich um die auch wirklich nicht gekümmert, um die Kommandantur. Aha, also zu Ohren gekommen ist ja, nicht. Herr Dr. Caesar, eine letzte Frage. Ja. Sie sagten auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, Sie heute nichts mehr darüber wüssten, ob Sie, dass Sie vielleicht dem Angeklagten Boger einmal Vorhaltung gemacht hätten im Falle des Häftlings Lili Tofler. Daraufhin sagten Sie, Sie wüssten nicht, welche Veranlassung Sie heute haben sollten, etwas nicht zu sagen, was ja für Sie spricht. Ja. In diesem Zusammenhang eine Frage. Sind Sie in den letzten Jahren von irgendeiner Seite einmal mündlich, schriftlich oder in anderer Weise in irgendwie beeinflusst worden, was Sie hier sagen sollten in diesem Verhandlungssaal? Nein, nie. Ich habe keinerlei Beziehungen zu irgendeinem von den Herren, die Angeklagte sind. Ich habe überhaupt keine Beziehungen, auch leider keine Beziehungen mit den Leuten, die bei mir gewesen sind. Den einzigen Kontakt, den ich überhaupt bekommen habe, vor meinem heutigen Erscheinen, ist, dass mich ein früherer Häftling, der hier vernommen worden ist, nachdem er sich die Adresse hier besorgt hat, angerufen hat und mich dringend gebeten hat, nach Frankfurt zu kommen. Er möchte mich gerne einmal wiedersehen und möchte gerne mit mir über die ganzen Dinge sprechen. Und der mir dann später einen Brief geschrieben hat, nicht wahr, mit einer Aussage, die ich habe es noch nicht mal lesen können, weil sie tschechisch ist. Ja. Ich habe sie unübersetzt noch in der Tasche, ich weiß nicht, was sie ist. Okay. Das ist der einzige Kontakt. Auch eine SS-Hilfsorganisation? Nein. Eine anders geartete Nein. Organisation? Nein. Ich habe erst in zwei Jahre lang habe ich eine Zeitschrift gehabt von denen und da habe ich sie abgestellt, weil sie mir nicht passte. Ich habe keinerlei Kontakt. Danke, ich habe keine Frage. Vorher zum Verwaltungsamt und zum Wirtschaftsamt dergestalt gegeben war, dass eine Holdingsgesellschaft gegründet worden ist unter dem Titel, eingetragen 1940 in Berlin, was aber identisch mit dem von mir bezeichneten Amt gewesen ist. Die Organisationsform kann ich Ihnen nicht beantworten, Herr Rechtsanwalt, aber ich weiß, dass diese ganzen Wirtschaftsbetriebe, zum Beispiel auch was Dachau angehört und Allach, die Porzellanmanufaktur in Allach und was auch noch mehr, dann in Dachau diese Kräutergarten und die Sache, die da war, dass die irgendwie zusammengefasst waren, aber praktisch unter dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Also nach meiner oberflächlichen Kenntnis würde ich das bejahen, dass das Identität ist. Das ist nämlich eine Vorfrage zu folgender Frage. Sie wurden immer nach dem Verhältnis zur Höss gefragt. Ja. Jetzt frage ich Sie in diesem Zusammenhang, ob nicht Ende April 1942 Höss zum Betriebsdirektor der im Bereich Auschwitz liegenden Wirtschaftsbetriebe, die also von im Zusammenhang mit dem Konzentrationslager Auschwitz stehen, gemacht worden ist. Das kann sein, aber ich gehörte nicht dazu. Die Landwirtschaft gehörte nicht dazu. Danke, ich habe keine weitere Frage. Herr Zeuge, ich habe eine Frage hinsichtlich der Möglichkeiten, der Freiheits- und Einflussmöglichkeiten der SS-Führer. Zunächst, hinkt die von dem Dienstgrad ab oder von der Dienststellung oder am allermeisten von der Protektion, die der einzelne SS-Führer hatte? Welche Momente waren dafür maßgeblich? Ich darf zurückfragen. Die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, ob die Die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, das heißt also seine Einwirkungsmöglichkeiten überhaupt, wovon hängt die ab? Erstens kann natürlich in Frage kommen der Dienstgrad. Ja.
Zweitens kann in Frage kommen die Dienststellung. Drittens aber, und das halte ich persönlich, möchte ich sagen, für entscheidend, die Protektion, die der Einzelne genoss, das heißt die Beziehung, die er nach oben hatte. Was war nun das Maßgebliche? Das ist schwer zu beantworten. Also das alles drei zusammen. Die Protektion hat sicherlich eine gewisse Rolle gespielt dabei, nicht wahr? Das schön, also Sie können darüber keine sichere Auskunft geben. Kann ich nicht sagen. Ja. Dann eine zweite Frage. Wurde die politische Abteilung nicht von allen Instanzen der SS unabhängig von dem Dienstgrad und der Dienststellung gefürchtet? Ja. Sodass keiner mit ihr was zu tun haben wollte? Ja. Dann eine andere rein technische Frage. Sie brauchten, um noch nach Berlin zu fahren, ich nehme an, dass Sie das manchmal tun mussten, einen Marschbefehl. Jawohl. Wer gab Ihnen den Marschbefehl? Ich bekam ihn entweder von Berlin ausgestellt, schon zugeschickt mit dem Auftrag, oder aber ich stellte ihn für mich selbst aus. Sie konnten selbst einen Marschbefehl? Jawohl. Danke schön. Wer hat noch Fragen? Haben die Angeklagten Erklärungen abzugeben? Bitte schön. Herr Dr. Caesar, erinnern Sie sich aus der damaligen Zeit an einen Hauptscharführer, späteren Untersturmführer Wiegand? Eine weitere Frage. Ist Ihnen die Dienstbezeichnung Arbeitseinsatzführer irgendwie ein Begriff? Ja. Sie sagten vorhin, dass wenn Sie Arbeitskräfte für die Landwirtschaft gebrauchten, dass Sie die bei der Kommandantur anforderten. Ja, also beim mussten Sie die nicht etwa bei dem Arbeitseinsatzführer anfordern? Ja, das stimmt, beim Arbeitseinsatzführer. Ob da, wie ich das formell gemacht wurde, ob ich dann anrief, Höst sagte so und so und ihr das weitergab, das weiß ich nicht, aber die Arbeit, Zuteilung der Arbeitskräfte erfolgte durch den Arbeitseinsatzführer, das stimmt. Ja. Herr Dr. Caesar, noch eine Frage, eine letzte. Erinnern Sie sich an einen Obersturmführer Paul Müller? Also Namen? Nein, ich mich auch nicht, nein. Namen und Personen ausgewischt. Im Zusammenhang mit dem Wachsturm dann? Ja. Zur Zeit in Gebhardt? Keine Vorstellung von ihm. Danke sehr. Sind sonst noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Können Sie das mit gutem Gewissen beschwören, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Caesar? Wollen Sie noch eine Erklärung abgeben? Nein, ich habe nichts zu sagen. Werden Anträge zur Beeidigung gestellt? Zeugen zur Beeidigung. Ja. Dann ist der Zeuge zur Beeidigung. Ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Dankeschön. Gegen die Entlassung dieses Zeugen erhebt sich kein Widerspruch. Der Zeuge ist entlassen. Sie können gehen. Meine Herren, es liegt mir hier vor, ein Antrag des Herrn Oberstaatsanwalts vom 17. Februar. Wir hatten schon einmal darüber gesprochen. In diesem Antrag geht es um Folgendes. Zunächst wird beantragt die Erklärungen der Angeklagten Kaduk und Stark, die in richterlichen Protokollen enthalten sind, gemäß § 254 Absatz 1 der Strafprozessordnung zum Zwecke der Beweisaufnahme über ein Geständnis zu verlesen.
und zwar die Vernehmung des Angeklagten Karduk durch den Untersuchungsrichter 4 beim Landgericht in Frankfurt am Main vom 1.4. und 5.9.1961. Blatt 9860 bis 9885 der Akten. Zweitens die Vernehmung des Angeklagten Hans Stark durch das Amtsgericht in Köln vom 28.4.1959, Blatt 968 bis 971 der Akten. Es werden dann noch folgende Verlesungen gewünscht, und zwar nach § 249 der Strafprozessordnung. Brief des Angeklagten Boger an die Zentralstelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg vom 12.04.1959, Blatt 809 und 810 der Akten. Urteil des Militärgerichts der sowjetischen Militärverwaltung des Landes Sachsen in der Stadt Bautzen gegen den Angeklagten Oswald Karduk vom 25.08.1947 und Protokoll über die Hauptverhandlung vom 25.08.1947 vor diesem Gericht. Blatt 13.829 folgende der Akten. Drittens, Bericht des Angeklagten Perry Broad, den dieser verfasste, als er nach dem Krieg für die 43. Intelligence Section in Munsterlager tätig war. Dieser Bericht, aus dem der Staatsanwalt dem Angeklagten Broad während seiner Vernehmung zur Sache bereits Vorhalt gemacht hat, enthält oder soll eine zusammenhängende Schilderung über die Vorgänge im Bereich des Konzentrationslagers Auschwitz, insbesondere auch über die Selektion, Vergasung, Bunkerentleerung und Unterschießungen enthalten. Wegen der Verlesbarkeit des Berichtes bezieht sich der Oberstaatsanwalt auf den Kommentar von Schwarz zu § 249 Anmerkung 6 am Ende auf die Entscheidung des Reichsgerichts in Strafsachen im 65. Band 295 Urteil des BGH vom 20.05.63 in der Strafsache 4KS 1 aus 62 der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Hunsche und Seite 13 der Urteilsbegründung. Vorsorglich beantragt der Oberstaatsanwalt für den Fall, dass Bedenken bestehen sollten, dass der Bericht des Angeklagten Broad verlesen werden sollte, die Vernehmung des Zeugen Rottmann in England. Rottmann war zeitweise der Leiter der 43. Intelligence Section und hat das anliegende Exemplar des Broadischen Berichts zur Verfügung gestellt. Er kann auch nähere Angaben über den Entstehungsbericht machen. Dieser Antrag ist hier eingegangen. Nehmen Sie ins Protokoll, der Vertreter der Staatsanwaltschaft stellt einen Antrag zum Schriftsatz vom 17.02.64. Wir haben dann außerdem hier noch liegen das Urteil gegen den Angeklagten Mulka. Das ist inzwischen abgeschrieben und beglaubigt worden. Die Akten liegen hier auch vor, sodass sich gegen die Verlesung des Urteils Mulka wohl im Augenblick nichts ergeben kann oder kein Widerspruch erhoben wird. Es wird folgender Beschluss verkündet. Römisch 1. Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft wird die Verlesung folgender Schriftstücke angeordnet. Erstens, gemäß § 254 Absatz 1 Strafprozessordnung, das richterliche Protokoll über die Vernehmung des Angeklagten Oswald Karduk vom 1.4. und 5.9.1961. Zweitens, gemäß § 249 StBO, der Brief des Angeklagten Boger vom 12.04.1959, Blatt 809, 810 der Akten. Drittens, gemäß § 249 StBO, das Urteil des Landgerichts in Hamburg vom 20.04.1920, Aktenzeichen H, römisch 4, 1146-19-35, gegen den Angeklagten Mulka. Römisch 2. Über die Verlesung des Berichts des Angeklagten Broad soll entschieden werden nach der Vernehmung des Zeugen Rottmann, dessen Vernehmung hierdurch angeordnet wird. Römisch 3. Die Entscheidung über die Verlesung des richterlichen Protokolls über die Vernehmung des Angeklagten Stark und des Urteils des sowjetischen Militärgerichts gegen den Angeklagten Karduk wird zurückgestellt. So. Damit wird zunächst